Moin und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Frohes neues Jahr nochmal an alle, die es nicht mitbekommen haben, dass ich gestern oder heute Nacht ein YouTube-Video hochladen habe. Frohes neues nochmal darüber und ja, wir sind gerade auf meinem Teamspeak in der Aufnahme, um mal über sehr was Krasseres zu reden, nämlich über meine Homepage und über meinen Microsoft-Server, der bald online kommt. Und zwar, wenn ihr auf meiner Homepage seid, auf e-gaming.de sieht die ganze so aus. Könnt ihr oben auf Bewerben klicken. Also da seht ihr oben Bewerben. Könnt ihr draufklicken und könnt euch als Beta-Tester reinschreiben. Das heißt, am besten ist, wenn ihr dann bei wie erreichen wir dich, das seht ihr jetzt hier nicht, da ihr Microsoft Namen reinschreiben könntet, bei den Kontaktmöglichkeiten. Aus diesem Grund, dass wir dich dann, oder per Teamspeak geht auch gar kein Problem, dass wir dich irgendwie erreichen können, dass wir sagen können, ja, du bist jetzt Beta-Tester bei uns, du hast dich eingetragen, du möchtest damit Beta-Tester machen und kommst damit auf exklusive Sachen, die bei uns auf dem Microsoft Server noch gar nicht vorhanden sind. Das heißt, die, wo wir erstmal testen werden, kannst du auch mit uns testen zusammen und uns Vorschläge geben, was wir noch verbessern können, was nicht, was so passt, dies, das, kannst du alles dann als Beta-Tester machen. Das heißt, Name eintragen, dein Alter eintragen, wer du bist, eintragen, was du bisher alles gemacht hast, warum, jenaising.de, deine Kontaktmöglichkeiten, Skype, Discord, TeamSpeak, etc. und deine E-Mail-Adresse am besten. Ja, aber es funktioniert auch nicht alles komplett. Das Ganze müssen wir natürlich noch bearbeiten, alles. Dass das Ganze auch wirklich ordnungsgemäß funktioniert. Was bis jetzt schon läuft, ist der Minecraft-Server, auf dem wir schon, ich glaube, vor ein paar Videos schon mal gedreht haben. Glaube ich zumindest. Ich weiß es gerade nicht. Schauen wir mal kurz. Ich glaube, wir haben die letzten Videos schon auf dem Minecraft-Server gedreht. Genau. Wir haben die Serverfirma schon gedreht. Genau. Das ist das neueste Video. Das kommt jetzt vor diesem Video hier, die Serverfirma. Und das haben wir schon auf minusgaming.de. Da steht nochmal auch alle Daten und in der Beschreibung dabei. Genauso wie auf meiner Homepage auch, die, wo ich veröffentlicht habe. Willkommen auf minusgaming.de, die, wo ihr hier nochmal kurz eingeblendet seht. Hier. Habe ich auch ein Video extra hochgeladen dafür. Dort sind auch alle Leute, die, wo in dem Video vorkommen, verlinkt und in der Beschreibung. Die Homepage, der Minecraft-Server und der Teamspeak-Server werden natürlich alle damit verlinkt. Und falls wir mal einen Livestream wieder machen sollten oder sonstiges machen sollten, das funktioniert, so wie wir uns das vorstellen mit Twitch oder mit YouTube, wo das Ganze ja auch nochmal entweder hier an der Seite, also hier, da unten irgendwo, hier verlinkt sein, also als Kästchen. Oder dann hier oder unten oder oben oder bla bla bla, keine Ahnung, weiß man nicht. Wird auch alles nochmal verlinkt sein. Wenn wir auf unseren Teamspeak drauf joinen, auf jena-gaming.de, können wir jetzt auch verbinden. Disconnected. Connected. Dann bekommen wir nämlich so ein wunderschönes Fenster. Jetzt kann ich euch gerne mal zeigen. Fensteraufnahme. So. Dann wird das hier bei euch angezeigt. Frohes neues Jahr 2019. Ja. Relativ schöne Idee. Aber es ist wieder weg. Ja. Das haben wir mal so eingespeist. Und jetzt können wir sogar, wenn ihr möchtet, als YouTuber auf unserem Teamspeak-Server, können wir sagen oder könnt ihr sagen, wenn ihr möchtet, dass wir einen YouTube-Bot nutzen, der über Spotify läuft. Da werden wir nochmal extra Spotify für YouTuber-Accounts anlegen, dies, das, das. Vielleicht noch ein Premium, den zahlen wir dann abwechselnd. Das heißt, wir machen uns einen Sammler-Account, nutzen den dann abwechselnd alle, dass wir das dann, ja, als Stream oder Aufnahmebot nutzen können. Haben wir ja, wie gesagt, hier haben wir ja dann ein bis zwei Aufnahme-Channel, dann haben wir nochmal zwei Channel switched. Talk-Channel und nochmal zwei Stream-Channel. Das heißt, falls ihr streamen solltet, können wir von da aus dann entweder so einen Bot machen, wie wir jetzt schon haben, mit Kommandos.
Oder wir nutzen einfach dann mal ein Spotify Premium Bot, den wir dann erstellen, den man dann mit dem Handy oder auch am PC schnell einfach steuern kann, dass man da sieht, ah, das und das läuft gerade, ich möchte gerne das andere. Das Wichtige dazu ist, dass wir GEMA-freie Musik nutzen. Das ist das Wichtigste, denn denn mit GEMA möchten wir keine Probleme haben. Das heißt, ich habe jetzt, glaube ich, keinen Ordner mehr hochgeladen, hatte ich letztens noch irgendwo. Nein. Da hatten wir letztens das Problem, das ist nicht sogar auf YouTube noch das Problem, dass ich das eine Video hochgeladen habe von mit Spotify, darauf ich diesen, wie heißt es, Kick oder sowas bekommen habe. Und ja, das ging dann relativ nicht so gut. Denn ja, durch diesen Kick oder Strike oder Temporary Ban, also gibt es ja hier auch, kann ich keine Livestreams mehr machen. Das ist das Problem. Und jetzt würde ich gerne Livestreams machen wollen. Jetzt geht es aber nicht. Das heißt, wir müssen jetzt die ganzen meisten Livestreams, was wir jetzt machen, auf Twitch erstmal vorproduzieren, beziehungsweise was wir vorproduzieren, nicht vorproduzieren, sondern. Also, ich habe mich gerade schon gewundert. Nein, nicht vorproduzieren, sondern. Wie soll ich sagen? Nicht vorproduzieren, sondern livestreamen. Denn mein wunderschönes Handy hier, S9, was man hier nicht so gut sehen kann, kann man relativ gute Livestreams machen. Liegt am Internet, das heißt, wir könnten mal gerne einen Twitch-Livestream starten mit Fortnite, mit Creative Destruction, ein Kollege auch schon gemacht. Was haben wir noch? Darkness Rises, oder PUBG mit einem Kollegen, mit Gustav 3000 vielleicht mal. Können wir mal kurz gucken, ob der auf dem TS ist? Dann könntet ihr mal kurz ein bisschen plaudern. Schauen wir mal kurz. Connected. Können wir mal kurz anschreiben können. Ja. Gucken, ob der dann annimmt. Weil wenn er annimmt, das ist gut, relativ gut. Dann kann ich ihn unten verlinken für euch in der Beschreibung. Ich weiß gar nicht, ich mach mal hier kurz eine AFK rein. Dann schaue ich mal kurz, ob der irgendwas sagt. Also, wir machen das Ganze, hat der gerade Kollege gesagt, der Gustav 3000, wenn das Ganze soweit gängig läuft und alles funktioniert und alles, also wenn das alles safe ist und wir in der ersten offiziellen Version sind, in der Version 1, das heißt, der Link natürlich trotzdem unten in der Beschreibung, also gar kein Problem. Und falls ihr wissen möchtet, wer wir alle sind, dann schaut mal auf idemsgaming.de. Ja, ich hätte gerne den Code jetzt erstmal. ich glaube, About Us, glaube ich, war das. Hier das nicht? Das war doch, glaube ich, hier, ne? Ja. Zeige euch mal kurz, wo ihr drauf geht. Ihr geht auf unsere Homepage und dann geht ihr auf Über uns. Und dann habt ihr. Und das lädt noch kurz. Auf jeden Fall haben wir dann hier so YouTube-Accounts. Das also ich, euch auch gleich angezeigt, hoffentlich. Genau, dann haben wir hier diese YouTube-Accounts, also beziehungsweise unser Spielernamen und Accounts. Jetzt haben wir hier meinen, also hast du Fragen, dann GIDF, nein, Spaß. Nee, dann Spaß, kommt auf unserem Teamspeak-Server, inasgame.de mit dem YouTube-Button und drunter. Das heißt, klickt ihr darauf, kommt ihr auf YouTube raus. Genauso wie mein Kollegen Gustav 3000, kommt auf die Webseite, macht Updates und sucht Fehler. Unser Webseitentechniker nochmal unten da einfach draufklicken, dann habt ihr auch den Link zu seinem YouTube-Kanal. Ihr könnt auch einfach Gustav 3000 YouTube eingeben, müsst ihr da auch rauskommen. Dann habe ich für euch die Minigames vorbereitet. Ja, relativ, naja, lame bis jetzt. Moment.
Bedwars haben wir immer noch nicht, aber dafür haben wir Skywars. Das heißt, Skywars, die meisten vielleicht kennen das natürlich. Und zwar haben wir dafür eine extra Skywars Map. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Knochen, Knochen, Knochen. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir eine extra Bedwars bzw. Skywars Map für euch vorbereitet. Extra dazu noch eine extra Lobby. Eine wunderschöne. Und werden auch nochmal ein Bedwars auf jeden Fall machen. Bedwars ist auf jeden Fall dabei. City Build ist jetzt schon dabei. Das heißt, alle, die es nicht verpassen möchten, geht auf unseren Server enemiesgaming.de und dann könnt ihr direkt drauf gehen auf City Build und dann slash P-Auto, dann slash Plot-Auto und dann habt ihr direkt einen Plot. Und dann könnt ihr da erstmal in die Farmwelt gehen und ein bisschen farmen und dann das Haus daraus bauen. Also ist gar kein Problem. Dazu haben wir natürlich noch geile Informationen, nämlich zu unserer Serverfirma. Die wird hier auch nochmal demnächst verlinkt werden. Für enemiesgaming.de auf dem Minecraft-Server. Und zwar geht es darum, dass wir als Community, für unsere Community, also von Community zu Community, unsere Sachen selber produzieren. Das heißt, keiner muss irgendwie jetzt selber Sachen bauen oder sowas. Sondern es geht darum, dass wir unseren Verkauf in der Serverfirma machen. Das heißt, also in Minecraft natürlich, ist nicht in der echt jetzt, dass wir zum Beispiel jetzt Holz ankaufen, dem Spieler Geld geben, dass er sich wiederum was kaufen kann. Also es ist wie so ein Gang und Gäbe, wie so ein Handwisch die andere. Er verkauft uns, wir geben ihm Geld und er kauft sich dann was. Dies, das, das. Sollte sich das irgendwie so gehen, wenn das Ganze nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann machen wir das Ganze natürlich so, dass das Ganze normal City Build ist. Natürlich, wir haben zwei City Build Welten, City Build normal und City Build Sand. Also von dem her gesehen sollte es darauf keine Probleme geben. Man hat jeweils ein Haus, sprich in City Build normal habt ihr dann ein Haus oder in der City Build Sand. Also nicht in beidem, auf jeden Fall nicht, weil dann hätte ja jeder 80.000 Millionen Häuser und sowas. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr gerne auf unseren Teamspeak kommen. Wir sind meistens hier. Wir haben auch ein paar Regeln hier mal vorbereitet, die ihr gerne mal bitte lesen solltet. Das wäre relativ schön. Dann haben wir für euch unsere Eingangshalle. Spaß. Auf jeden Fall haben wir da für euch noch wunderschöne, gute Musik. Hier Capital Bra läuft gerade mit Neymar und UFO361. Dann haben wir für euch unseren Support, der sich relativ schön anhört. Aber gerade nicht so möchte, wie ich möchte. Naja, schauen wir mal auf den Ping bei mir. Naja, ein 100er Ping, der geht schon mal richtig relativ gut. Auf jeden Fall 100 Punkte. Nein, Quatsch, auf jeden Fall, wenn ihr im Minecraft-Server seid, müsst ihr euch nochmal registrieren extra. Und euch dann damit anmelden, dass wir wirklich sicher gehen können, dass ihr das seid. Also es gibt zwei Verifikationen. Einmal ist die Whitelist angeschalten. Zweimal müsst ihr euch registrieren, danach bei jedem anmelden. Also wie beim PC hochfahren, nochmal extra anmelden mit slash Login und dann Passwort natürlich. Aber dazu gibt es dann mehrere Infos, wenn der Server natürlich wieder online ist oder auch an alle Beta-Tester gibt es dann private Infos nochmal auf dem Teamspeak. So, und jetzt nehmen wir schon 13 Minuten auf und ich habe nur gelabert und nur gelabert. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video hier, wo wir ein bisschen über jenemiesgaming.de reden, was wir alles machen und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich bin Jena, ich bin raus. Bis dahin und ciao.